zu unserer Frühlingsakademie und dem heutigen Online-Seminar Just Transition konkret, Konversion in der Automobilindustrie. Konversation hätte ich beinahe gesagt, aber das machen wir bestimmt gleich noch zur Genüge. Ich bin Martin Neise, ich bin Mitarbeiter im Bereich politische Bildung in der Bundesgeschäftsstelle der Linken in Berlin. Und ja, ich begrüße euch nochmal ganz herzlich bei unserem jetzt vorletzten Seminar unserer Online-Frühlingsakademie. Für diejenigen, die das nicht kennen, normalerweise sind wir immer so um Pfingsten rum am Werbellinsee im Norden von Berlin. Das musste ja dieses Jahr leider ausfallen, deshalb haben wir uns gedacht, wir bieten das einfach ausgewählte Highlights online an. Und ja, eines meiner Highlights ist eben dieses Seminar, weil der Umbau von der Autoindustrie, aber auch von anderen, sagen wir mal, Kern- oder Leitindustrien in Deutschland, ja, entscheidend ist bei dem Umbau zu einer Wirtschaft, die ökologisch, aber auch solidarisch sein soll. Und gerade die Automobilindustrie mit ihren 800.000, vielleicht noch ein paar mehr, 800.000 Beschäftigten in den Kernbetrieben, aber auch in den Zuliefererbetrieben, ist ja sozusagen so eine Leitindustrie, die, naja, wie eigentlich wenige andere Branchen für das Modell Deutschland steht, wie das bürgerlichere Vertreter gern sagen. Also die ganze Exportstrategie, eine sehr hohe Produktivität, hoher Technikgrad, hohe Kapitalintensität, aber auch relativ gesicherte und gute Beschäftigungsverhältnisse, relativ. Und auch, das muss man auch hervorheben, ein relativ hoher gewerkschaftlicher Organisierungsgrad. Und unsere Frühlingsakademie beschäftigt sich ja eben mit sowohl mit dem Klimawandel als auch, wie wir eine sozial-ökologische Transformation hinbekommen können. Und bei der Automobilbranche stellen sich ja nun aus klimapolitischer Sicht einige Fragen. Also wie können wir mit diesen Industrien überhaupt klimafreundlich wirtschaften? Und wenn ja, wie müssten wir die Automobilindustrie umbauen, damit sie eben diesen klimapolitischen Gesichtspunkten auch Rechnung trägt? Und welche Veränderungen eigentlich neben dem Klimawandel kommen dann noch auf die Automobilindustrie zu? Ja, also Stichwort Elektrifizierung, beziehungsweise Elektroautos, Elektroantrieb und Automatisierung. Und was heißt das eigentlich alles für die Beschäftigten, die dort arbeiten? Und was können wir tun, damit die Beschäftigten nachher nicht die Gelackmeierten sind bei einer Konversion ohne Just Transition, also ohne gerechte Übergänge? Was das konkret heißen kann, das besprechen wir gleich. Und das ist ein großer Batzen Fragen für, glaube ich, ein nicht weniger großes Thema. Und ich bin froh, dass wir da jetzt zwei kompetente Referenten und Referentinnen gewinnen konnten. Das ist einmal Uwe Fritsch. Er ist Betriebsrat bei Volkswagen in Braunschweig. Hallihallo, Uwe. Ach so, ich muss ja Uwe wieder anstellen, damit er was sagen kann. Gut, so, also herzlichen Dank für die Einladung. Es wird sicherlich kontrovers und spannend, aber alles, was man nicht miteinander diskutiert, bleibt einfach auch nicht ausgesprochen. Und deswegen müssen wir daran. Hilft ja nichts. Ja, richtig. Danke dir, Uwe. Und dann haben wir noch Lia Becker mit dabei. Lia ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Bernd Rixinger und hat neben anderen Sachen, die sie so macht, auch am Konzeptpapier für die Konversion in der Automobilindustrie mitgeschrieben. Hallihallo, Lia. Hallo, ich grüße euch. Hallo auch Uwe, ich freue mich auf die Diskussion, auch mit euch allen. Super. Und dann als Vierte im Bunde, die ihr vielleicht heute nicht so viel sehen werdet, aber das ist meine Kollegin Sophie Diekmann. Sie macht heute im Hintergrund den Chat, den betreut sie ein bisschen und steht euch bei technischen Fragen zur Seite. Hallo, Sophie. Sophie sagt, glaube ich, ja, hallo. Gut, bevor ich euch ein bisschen erzähle, wie das heute so ablaufen soll, würde ich euch gerne für diejenigen, die noch nicht so viel mit Zoom unterwegs sind oder da vielleicht noch nicht ganz so firm sind, noch kurz darauf hinweisen, wie man den Kram hier bedienen kann. Ja?
hier haben wir, ihr habt unten so eine Leiste und da seht ihr links Stummschalten und da würde ich euch bitten, bei dem Mikro immer auf Stummschalten zu klicken, wenn ihr selber nicht redet, weil wir sonst so viele Nebengeräusche haben und das ist für die anderen immer ein bisschen unangenehm, selbst wenn es schönes Vogelgezwitscher ist. Und das könnt ihr aber dann nachher auch, wenn ihr euch im späteren Verlauf zu Wort meldet, dann natürlich wieder anmachen. Video könnt ihr an- oder auslassen. Wir finden es immer cool, wenn wir möglichst viele Leute und viele schöne Gesichter sehen. Das kommt ja der Atmosphäre ein bisschen zugute. Bei den Teilnehmern könnt ihr die Teilnehmer überblicken. Und wichtig vielleicht für nachher den Chat. Da könnt ihr sowohl mit anderen schreiben, beziehungsweise auch nachher euch zu Wort melden. Und die Reaktion, das ist ein kleines Gimmick, da könnt ihr dann klatschen oder einen Daumen hoch machen. Und nachher in der zweiten Hälfte wollen wir, also ich erkläre gleich nochmal was zum Ablauf, aber in der zweiten Hälfte diskutieren wir mit den beiden Referenten oder ihr nochmal richtig. Und da könnt ihr euch dann nachher zu Wort melden, indem ihr in dem Chat ein Sternchen und euren Namen reinschreibt. Und dann führen wir hier die Redeliste. Die ist wie immer bei Linken doppelt quotiert, also Weiblein, Männlein und Leute, die noch nicht gesprochen haben, werden vorgezogen. Genau. Und wenn ihr während der Inputs von Uwe oder Lia irgendwas toll findet, macht doch mal ein Plus Plus oder ein Minus Minus, wenn ihr das richtig doof findet, was die sagen. Dann kriegen wir so ein bisschen mit, wie euer Gefühlszustand ist. So, das nur als kleiner Hinweis am Anfang. Und ja, wir wollen jetzt erstmal beginnen mit so einem kleinen Gespräch. Ich stelle Uwe und Lia ab und an mal ein paar Fragen und sie können darauf antworten. Dann, wenn wir damit durch sind, gehen wir in so Kleingruppen, so Dreiergruppen. Da könnt ihr dann schon mal untereinander ein paar Fragen miteinander erörtern zum Gesagten. Und dann kommen wir wieder zusammen in die große Gruppe und dann könnt ihr mit euren Fragen und Kommentaren auf Lia und Uwe da einprasseln. Ja? Das ist sozusagen der Ablauf, den wir uns heute überlegt haben. Und ich glaube, das wird eine muntere Runde. So, supi. Also, ich würde mal anfangen mit Uwe und ihm die Frage stellen. Also, bevor wir überhaupt darüber sprechen, wie, wo, was umgebaut werden muss, müssten wir uns vorher erstmal vergegenwärtigen, wie eigentlich die Situation in der Automobilindustrie ist. Könntest du die vielleicht mal so umreißen und vielleicht auch in dem Hinblick, welche Umbrüche eigentlich anstehen in der Branche und vor allen Dingen, da du ja auch Betriebsrat bist, welche Perspektive die Beschäftigten, die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Betrieben darauf haben? Ja, das ist ja schon mal eine Frage für einen Stundenvortrag. Ja. Aber ich versuche, mich trotzdem kurz zu fassen. Also ihr müsst verstehen, dass seit dem 13. März diesen Jahres bei uns vieles anders ist. Bis zum 13. März war die Diskussion, wie ist das Verhältnis der IG Metall, der Beschäftigten zu Fridays for Future, zu diesen ganzen Ökologiebewegungen, sehr stark auch geprägt von gemeinschaftlichen Diskussionen. Wir haben die selber organisiert, aber seit dem 13. März, seit Freitag, dem 13. März, ist das alles in den Hintergrund gerückt, dadurch, dass ab 13. März hier bei Volkswagen in Braunschweig immerhin 8.000 Beschäftigte erst der Lockdown kam, das heißt sofort die Produktion stillzulegen, dann zu gucken, wie wir aufgrund der Situation Sorge um den Arbeitsplatz, Sorge um die Gesundheit, dann langsam wieder hochfahren. Dann kam das ganze Thema, dass natürlich die gesamte Gesellschaft runtergefahren ist, die Autohäuser zu, kein Verkauf mehr von Fahrzeugen, keine Zulassung mehr von Fahrzeugen, mindestens in der Bundesrepublik. Das hat uns dann natürlich bis heute beschäftigt, bis wir dann nach Ostern versucht haben, als Betriebsrat Stück für Stück wieder die Arbeit zu organisieren. Und da war das Entscheidende für uns, wenn der Betriebsrat und die IG Metall zustimmt, dass Kolleginnen und Kollegen wieder an die Arbeit gehen, dann kann das nur unter größtmöglicher Beobachtung der gesundheitlichen Fragen eine Rolle spielen. Das heißt, wir waren sehr stark damit beschäftigt, die Arbeitsplätze zu organisieren, Arbeitsplätze neu zu gestalten, damit Kolleginnen und Kollegen überhaupt wieder nach Kurzarbeit zur Arbeit gehen können. Wir sind heute bei 60% Auslastung in der Fabrik, zwischen 80%, das schwankt,
Das heißt, wir sind immer noch in der Kurzarbeitsphase. Ich habe selber 38 Jahre bei Volkswagen noch nicht so eine lange Kurzarbeitsphase erlebt. Das war in den 84, 87, 93 Kurzarbeitsphasen 2008, 2009. Aber sowas in der Art und Weise, wie ich es jetzt erlebe, habe ich noch nicht erlebt. Und das macht was mit den Menschen. Und das macht etwas, wo du lernst, dass Arbeiten mehr ist als Geld verdienen. Und das müssen wir auch bei der Konversionsdiskussion bedenken. Arbeit ist etwas, was den Menschen sehr wichtig ist, die sozialen Kontakte im Betrieb, sicherlich auch die Auseinandersetzung. Und manche Kollegen, die wir noch so im Dezember, Januar gesagt haben, oh, drei Schichten und das ist alles schwierig, die sprechen dich heute auf der Straße an, wann kann ich eigentlich wieder arbeiten kommen? Das hat natürlich was mit der gesamtgesellschaftlichen Situation zu tun. In frühen Phasen war natürlich die Kurzarbeit bei VW, aber alles andere war auf. Und mit dem Lockdown sind natürlich die Rahmenbedingungen, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen völlig verändert. Und dem muss man dann Rechnung tragen. Also insofern ist die Diskussion zum ökologischen Wandel oder die Diskussion um Fridays for Future und die Automobilindustrie doch ein Stück in den Hintergrund getreten und sehr stark, ja, auch ein Stück in der Kurzarbeitsphase die Frage, wie geht es weiter mit Volkswagen, wie geht es weiter mit meinem Arbeitsplatz in einer Region, Braunschweig, Salzgitter, Wolfsburg, in der ca. 100.000 Kolleginnen und Kollegen direkt bei Volkswagen beschäftigt sind, also die Region mehr oder weniger ja auch lebt mit und von Volkswagen, spielt das die entscheidende Rolle. Und das war so die Arbeitszeit der letzten drei Monate. Nur wobei, damit überdecken ja oder sind die Probleme nicht weg. Und wir müssen uns natürlich des Klimawandels auch weiter annehmen. Und das wird wieder hervorkommen. Auch nachhaltige Antworten zur Begrenzung der CO2-Ausstoßes, zum Begrenzen der Temperaturanstieges und so weiter. Das ist ja nur verdeckt jetzt durch die aktuelle Thematik Corona. Aber es wirkt weiter massiv und Klimaschutz hat deutlich größere Anstrengungen und Rahmenbedingungen notwendig im gesamten Automobilsektor. Wir hatten letzte Woche ein ganz spannendes Referat von Hans-Jürgen Orban, immerhin Vorstandsmitglied ja der IG Metall, der nochmal deutlich gemacht hat, es muss beides gehen. Es muss der ökologische Umbau gehen und es muss die Beschäftigungssicherung gehen. Und dazu brauchen wir aus meiner Sicht eine gesellschaftliche Mehrheit. Und da sehe ich, glaube ich, die großen Schwierigkeiten, wenn wir über Konversion diskutieren. Ich glaube nicht, dass das bei meinen Kolleginnen und Kollegen eine Frage ist. Die könnten sicherlich außer Autoteile, wir sind hier Lieferant von Achsen, Lenkung, Batteriesystemen, wir könnten auch andere Dinge bauen. Aber ich glaube, es sind drei Fragen, die wir mit den Kolleginnen und Kollegen diskutieren müssen und auf die wir Antworten finden müssen. Das erste ist, welche neuen Produkte sollen wir produzieren? Die sind nicht entwickelt, die müssen entwickelt werden. Das dauert eine Zeit. Das zweite ist, wenn wir diese neuen Produkte produzieren, können wir die auf den jetzt vorhandenen Maschinen und Anlagen tun. Wir sind hochspezialisierter Hersteller für Fahrwerksteile. Ich gehe davon aus, dass wir das da nicht können. Also, wer bezahlt zum Beispiel die Investitionen für neue Maschinen und Anlagen? Und die dritte Frage, die auch geregelt werden muss, was ist mit mir? Wer bezahlt in der Übergangszeit mein Entgelt? Wer sichert mich sozial ab? Wie kann das gelingen? Und das Entscheidende ist für die Frage der Konversion aus meiner Sicht, dass wir auf alle diese drei Fragen Antworten haben, ist klar. Aber wir müssen den Menschen auch deutlich machen, wie wir mit ihnen gemeinsam diese Antworten auch umsetzen und wie wir sie durchsetzen in einer gesellschaftlichen Mehrheit, auch in veränderten sozialen Bedingungen. Und wenn wir das nicht gewährleisten, dann kommt das, was ich in der Corona-Phase jetzt erlebt habe, an anderer Stelle bei der Konversion zum Tragen. Und das ist Angst. Angst vor sozialem Abstieg, Angst vor Arbeitsplatzverlust, Angst vor Arbeitslosigkeit und Angst dann letzten Endes auch vor Hartz IV und anderen Sachen. Und wenn wir dafür keine Antworten haben, und zwar reale, verständliche, durchsetzbare Antworten, geht das schief mit der Konversion, die wir aus meiner Sicht auch als Betriebsrat in der Autoindustrie dringend brauchen. Und deswegen haben wir versucht, Marc ist ja im Chat und Jörg Köter sitzt bei mir, haben wir versucht, das mal in Thesenform zusammenzufassen, kommen wir sicherlich noch im Rahmen der Diskussion dazu. Aber für mich ist der Einstieg in jede Diskussion um Konversion der Autoindustrie die Notwendigkeit, gerade dass wir, das war
auch in der Vergangenheit so, dass wir den rechten Populisten nicht die Möglichkeit geben, aus der Angst meiner Kolleginnen und Kollegen politisches Kapital zu schlagen. Deswegen müssen wir bei jeder Konversionsdiskussion der Autoindustrie immer wieder im Blick haben, dass es um die soziale Frage geht, dass es um die Finanzierung der sozialen Frage geht. Und glaube ich, das ist für Linke die entscheidende Frage, gesellschaftliche Allianzen, gesellschaftliche Mehrheiten zu finden, dass wir diese Konversion auch hinbekommen, zum Wohle dann aller. Vielleicht soweit. Ich hoffe, ich habe meine 20 Minuten nicht überzogen. Keine Angst. Danke dir, Uwe. Ja, Lia, das ist ja sozusagen eine Steilvorlage, wo du jetzt vielleicht dran andocken kannst. Ich hatte es eben schon erwähnt, du hast ja an dem Konzept der Linken zur Konversion mitgeschrieben und eben ein großes Thema in dieser Debatte, Uwe hat es eben angesprochen, sind die gerechten Übergänge. Also wie gestaltet sich in der Übergangsphase eigentlich das Leben der Beschäftigten? Und was stellt sich denn die Linke darunter vor, unter diesen gerechten Übergängen, diesen Just Transitions? Und was sind vielleicht auch linke Vorschläge auf die von Uwe eben geschilderten, ja, größeren Entwicklungen? Na? Ja, vielen Dank. Ich versuche es auch relativ kurz und knackig zu halten. Ich hoffe, dass mir das ebenso gut gelingt wie dem Uwe. Vielen Dank auch, Uwe, für deinen Beitrag. Ich glaube, den Ausgangspunkt, den können wir schon mal gemeinsam bestreiten. Für uns als Linke stehen die Interessen der Beschäftigten an guten Arbeitsplätzen, auch an sicheren Arbeitsplätzen, auch in der Zukunft. Und auch, wir haben das auch mal formuliert, den Begriff der sinnvollen Arbeit sozusagen als Teil von einem gewerkschaftlichen Verständnis von guter Arbeit. Also eine sinnvolle Arbeit ist eine Arbeit, wo die Kolleginnen und Kollegen stolz draus ziehen können, wo sie sich auch sozusagen klar sein können, dass ihre Arbeit zu einer gesellschaftlichen Entwicklung beiträgt, in der auch ihre Kinder und Enkelkinder eben gute Perspektiven haben. Und ich denke mal, da gibt es ganz, ganz viele Überschneidungen mit dem, was auch viele ja sozusagen als Interessen haben. Ich komme selber aus einer Familie, die damals in der Stahlindustrie im Ruhrgebiet eben Erfahrungen gemacht hat mit dem, was der sogenannte Strukturwandel ist, also die Erfahrungen, die beispielsweise in Duisburg-Rheinhausen gemacht wurden mit Strukturwandel, wo es dann auch letztendlich zu Werksschließungen kam, zu Massenentlassungen. Insofern ist das, glaube ich, eine ganz existenzielle Frage, wie wir solche Übergänge hinkriegen. Und das eine ist sozusagen, Konzepte zu schreiben, und das andere ist, sie in der gesellschaftlichen Wirklichkeit auch durchzusetzen. Und ich glaube, insofern ist es wichtig, diese Vorbemerkung sozusagen zu machen, wenn ich jetzt eher stärker auf die Seite der Konzepte sozusagen eingehe. Ich glaube, Konzepte sind wichtig, um den Horizont sozusagen zu erweitern, den Horizont zu erweitern für das, was möglich wäre in der Gesellschaft, wenn wir andere gesellschaftliche Mehrheiten, wie du es schon angesprochen hast, zustande kriegen. Das ist, glaube ich, wichtig. Das ist wichtig, weil die Entwicklung, die es jetzt gibt, die im Prinzip ja auf eine Transformation in der Automobilindustrie, aber auch insgesamt in der Industrie hinausläuft, aber eine Transformation, in der eben, sagen wir mal, die Konzerne die Weichen stellen und die Beschäftigten, die Betriebsräte, die Gewerkschaften eher versuchen müssen, sage ich mal, in einer Situation von Abwehrkämpfen sozusagen zu versuchen, diese Bedingungen zu beeinflussen. Und ich glaube, nur mit gesellschaftlichen Bündnissen, mit einem Brückenschlag zwischen der Klimabewegung und den Gewerkschaften und dann möglicherweise auch den Parteien, also die Linke, aber eben auch andere Parteien, ist es möglich, da gesellschaftliche Veränderungen hinzubekommen. Die Transformation zur Elektromobilität wird ja mit von Seite des Managements sozusagen mit Angriffen verbunden. Angriffe, die auch an die Arbeitsplätze rangehen, die auch an die Arbeitsplätze in der Zukunft rangehen werden, insbesondere im Bereich der Zulieferer, aber irgendwann natürlich auch bei den großen Herstellern. Und in so einer Situation haben wir jetzt als Linke, beziehungsweise es ist noch kein offizielles Konzept der Partei, sondern es ist erstmal ein Diskussionsaufschlag, den ich jetzt auch mal parallel hier sozusagen, der ist in verschiedenen Varianten formuliert worden, den findet ihr auch auf der Seite der Linken nochmal, der sozusagen von Bernd Rixinger, dem Parteivorsitzenden, in die Diskussion gebracht wurde, zuerst im Oktober und jetzt in verschiedenen veränderten Fassungen nochmal, wo wir auch auf Diskussionen mit Gewerkschaftern schon eingegangen sind.
Unser Konzept sozusagen oder unser Vorschlag, würde ich eher sagen, für so eine Konversion sieht eigentlich zwei Phasen vor. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Also die Konversion kann aus unserer Sicht nicht bedeuten, dass man jetzt von heute auf morgen sagt, okay, da wo jetzt Autos produziert werden, sollen jetzt ab morgen oder ab übermorgen sozusagen ganz andere Produkte hergestellt werden. Das ist, glaube ich, sozusagen kein realistischer Weg aus verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt erstmal nicht eingehe, aber das können wir dann gerne nochmal in der Diskussion machen, weil ich jetzt schon merke, dass ich gar nicht so ganz so kurz bin. Das ist sozusagen ein Konzept mit zwei Phasen. Die erste Phase wäre, sagen wir mal, den Weg der ökologischen Transformation in der Automobilindustrie zu gestalten und ihn sozial gerecht zu gestalten. Und in diesem Pfad, glaube ich, ist es wichtig, dass wir ein Bündnis hinkriegen, was sozusagen deutlich macht, wir müssen weg von dem Verbrenner. Das ist ja sozusagen auch eine Diskussion mit der Elektromobilität. Es ist klar, dass die Elektromobilität wahrscheinlich weniger Arbeitsplätze auf Dauer sichern wird. Deswegen ist klar, dass sozusagen dieser Weg mit Beschäftigungssicherung verbunden werden muss. Gleichzeitig ist Elektromobilität jetzt auch keine reine Lösung sozusagen für die Klimakrise. Das wurde ja an verschiedensten Forschungen und Ähnlichem sozusagen schon belegt. Deswegen ist für uns klar, es geht darum, Elektroautos zu bauen, die, sagen wir mal, von der Energiebilanz her, von der gesamten ökologischen Bilanz her sinnvoller sind. Das heißt, es müssen Fahrzeuge sein mit einer niedrigen PS-Zahl, mit einem geringeren Gewicht, mit einem geringeren CO2-Ausstoß in der gesamten Produktions- und Lieferkette. Ein solcher Umbau beißt sich natürlich mit den Interessen der Konzerne, die, sage ich mal, jetzt irgendwie auf SUVs, aber es sind auch nicht nur SUVs, sondern im Prinzip Fahrzeugtypen setzen, die eine hohe technologische Ausstattung haben, die eine relativ hohe PS-Zahl haben und so weiter und so fort, die auch mit einer starken Digitalisierung verbunden sind, hoher Energieverbrauch und so weiter und so fort. Das heißt, da sozusagen erstmal eine ökologische Regulation hinzubekommen und parallel, glaube ich, braucht es einen starken Ausbau von Forschung. Braucht einen Ausbau von Forschung, der aber unmittelbar verknüpft ist mit dem, was in den Betrieben passiert. Das heißt, uns schwebt im Prinzip vor eine neue Form von Forschungsförderung, in der eben Betriebsräte, Teams aus den Belegschaften und technische Universitäten gemeinsam sozusagen an solchen Alternativkonzepten für die Werke arbeiten. Und in einem zweiten Schritt würde es dann sozusagen um eine Konversion gehen. Und bei der Konversion hat Uwe ja im Prinzip die zentralen Fragen schon aufgeworfen. Also die zentralen Fragen sind im Prinzip, welche Produkte sollen gebaut werden? Da würde ich halt sagen, da ist ein Ansatz, der eine linke Herangehensweise, sage ich mal, von einer eher unternehmerischen Seite unterscheidet und auch von einer eher staatlich gelenkten Seite, weil wir können jetzt nicht sagen, okay, die Politik soll jetzt definieren, was jetzt in dem Werk XY hergestellt werden soll, sondern ich glaube, das Wissen, das steckt bei den Beschäftigten, das steckt bei den Ingenieuren, bei den Facharbeitern, bei denen wir jeden Tag damit zu tun haben. Und mit in der Unterstützung mit wissenschaftlicher Forschung lassen sich alternative Produkte entwickeln. Das heißt, es wäre ein erster Schritt, überhaupt erstmal zu sowas wie Arbeitskreisen zu kommen, die auch finanziell ausgestattet werden, die auch politisch unterstützt werden, beispielsweise von den Landesregierungen dann, wo das dann auch finanziell unterstützt ist. Um diesen Schritt sozusagen zu befördern, haben wir den Vorschlag gemacht eines Industrie- und Transformationsfonds. Das könnte also erstmal stark ansetzen bei den Zulieferern. Es ist ja jetzt schon so, dass im Prinzip große Teile der Zuliefererindustrie unmittelbar in eine Existenzkrise gestürzt werden oder wenn die Elektromotorisierung sozusagen weiter fortschreiten sollte, in so eine Situation kommen könnten. Und daher müssen im Prinzip ja zukunftsfähige Geschäfts-, aber auch Produktionsmodelle gefunden werden in den Bereichen. Damit das nicht einfach nur vom Management ausgeht, haben wir den Vorschlag gemacht, dass sozusagen ein solcher Transformationsfonds, der im Prinzip Gelder an Firmen geben kann für einen ökologischen Umbau, dass diese Gelder sozusagen immer an soziale und ökologische Kriterien gebunden werden. Also das Kriterium, dass Beschäftigung gesichert wird, das Kriterium, dass Tarifverträge eingehalten werden, auch insgesamt das Kriterium, dass es nicht Spaltung gibt von Kern- und Randbelegschaften, also die ganze Frage von Leiharbeit und Werkverträgen, dass da eben auch eine Regulierung reinkommt und eben die Umstellung auf ökologischere Produktpalette.
Und dafür sollen eben Investitionssummen fallen. Das ist jetzt ein Konzept, was sich viel mehr auf die Zulieferer bezieht. Ich glaube, bei den großen Herstellern müssen wir letztendlich eine gesellschaftliche Auseinandersetzung um die Frage, wer soll das eigentlich bezahlen, die der Uwe auch schon angesprochen hat, offensiv angehen. Und da geben wir als Linke die Antwort, dass das tatsächlich die Eigentümer sind, die Aktionäre, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten eben große Summen sozusagen aus den Werken und von den Belegschaften sozusagen abgepresst haben und ja wirklich auf großen Gewinnrücklagen sitzen. Und ich glaube, da müssen wir ran. Und letztendlich bedeutet das, dass es eine Frage ist, auch zu einer wirtschaftsdemokratischen Vision, würde ich das mal sagen, oder wirtschaftsdemokratischen Perspektive, die auch der Hans-Jürgen Urban in verschiedenen Texten versucht hat, so ein bisschen das vorzuschlagen, kommen müssen. Also wenn es jetzt letztendlich um die Frage der Konversion geht, also nicht mehr nur eine Begleitung des Umstiegs zur Elektromobilität, sondern um die Frage der Konversion geht, dann kommen wir, glaube ich, an der Frage der Wirtschaftsdemokratie nicht vorbei. Und da ist sowas wie der Vorschlag von so einem Transformationsfonds, der dann auch von regionalen Wirtschaftsräten sozusagen ja, geprägt wird. Also regionale Wirtschaftsräte wäre jetzt in unserer Konzeption so ein Konzept, wo Leute aus der Region, also beschäftigte Betriebsräte aus der Region, von der Autoindustrie, von der Zuliefererindustrie, mit Wissenschaftlerinnen, mit gewählten Parlamentarierinnen und eben dann auch mit dem Management sozusagen zusammensetzen. Aber in der Gesamtkonzeption hätte dann schon sozusagen nicht die Unternehmensseite die Mehrheit, sondern es wäre ein demokratischer Prozess, der im Prinzip über diese Investitionssummen verfügt. Und eine zweite Ebene ist dann letztendlich schon die bundesweite Ebene, also ohne eine staatliche Investitionslenkung im Bereich der Industrie werden wir eine Konversion der Automobilindustrie schon deswegen nicht hinbekommen, weil die Automobilindustrie ja nicht nur ein paar einzelne Konzerne sind, sondern im Prinzip das gesamte Industrie und ja ein Stück weit auch das Wirtschaftsmodell sozusagen in Deutschland, von dem ja auch der Sozialstaat abhängt, im Prinzip prägen. Also ich glaube, ohne eine wirtschaftsdemokratische Konzeption auch auf der Bundesebene wird es ganz, ganz schwer. Und da sind wir dann natürlich, womit ich auch schließe, bei der Frage der Durchsetzung. Es ist so, dass mit diesem Konzept, wie wir es vorschlagen, eine Beschäftigungssicherung erreicht werden kann. Und das ist natürlich was, was es deutlich unterscheidet von allen anderen Pfaden, also sowohl dem jetzigen Pfad, der eingeschlagen wird vom Management, der ja darauf hinausläuft, im Prinzip immer noch ein Stückchen Zeit zu kaufen, aber letztendlich ist es klar, auf eine Zeit von, sagen wir mal, einem Jahrzehnt wird das Management der Konzerne immer auf Beschäftigungsabbau in der Automobilindustrie setzen. Und ich glaube, das müssen wir in den Vordergrund stellen und deutlich machen, dass eben ein solcher ökologischer Umbau, auch verbunden nochmal mit der Perspektive der Arbeitszeitverkürzung, die im Detail jetzt auch wieder angegangen ist in der Vergangenheit, wo, glaube ich, sozusagen dann noch einen Schritt weiter gegangen werden müsste, dass Arbeitszeitverkürzung eben nicht nur ein zeitpolitisches Konzept ist, um sozusagen eine andere Arbeitsgestaltung, eine humanere Arbeitsgestaltung zu ermöglichen, um auch die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie beispielsweise zu erleichtern, sondern dass es eben auch ein Konzept ist, um Beschäftigung zu sichern in Zeiten sozusagen von so einem Umbau. Also es ist nicht die Klimadiskussion, die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie gefährdet, sondern es ist im Prinzip die Situation auf dem Weltmarkt, die Situation der Konzerne, die Strategien des Managements. Und das müssen wir, glaube ich, betonen. Und dagegen geht ein Transformationsweg, in dem die Beschäftigten selber stärker das, was produziert wird, mitgestalten werden. Und ich glaube, diese Frage der Mitgestaltung ist ganz zentral. Und mir sind aber natürlich auch die Probleme klar in dem Moment, wo sozusagen die Durchsetzung einer solchen Perspektive jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, tagesaktuell auf der Tagesordnung steht, ist es ganz, ganz schwer, Menschen davon zu überzeugen. Deswegen denke ich, um jetzt damit zum Schluss zu kommen, ein guter Einstieg ist erstens die Auseinandersetzung um Beschäftigungssicherung unmittelbar. Das heißt, diese ganze Transformation, die ja jetzt zum Teil auch mit dem Konjunkturpaket der Bundesregierung schon angegangen wird, die ganze Transformation Richtung Elektromobilität klar zu begleiten mit einer Perspektive, zu sagen, es braucht eine Beschäftigungssicherung, eine Beschäftigungsperspektive, die auch nicht nur für ein paar Jahre geht. Es braucht
eine Perspektive für gute Arbeit. Es dürfen nur dann Subventionen des Staates fließen, wenn solche Bedingungen erfüllt sind. Und die Frage, wie können wir eigentlich so eine Diskussion um alternative Produktion quasi auf der Betriebsebene voranbringen. Und ich glaube, das ist was, was in erster Linie von den Betriebsräten und den Belegschaften ausgehen muss. Aber von Seite der Politik oder jetzt so einer Partei wie der Linken können natürlich Vorschläge kommen, wie dann eben auch solche Arbeitskreise beispielsweise mit Ressourcen und Zugang zu Forschung und Universitäten sozusagen abgesichert werden können und geschützt werden können. Und insofern, glaube ich, geht es darum, erstmal eine Diskussion zu eröffnen und Brücken zu bauen zwischen den verschiedenen Akteuren, die für so einen rechten Übergang notwendig sind. Danke dir, Lia. So, Uwe, das war ja jetzt schon mal ein bisschen was. Lia hat eben gemeint, ein kleiner Horizont, den man so aufspannen kann. Wie ist denn deine Sicht, beziehungsweise auch die der Kollegen in der IG Metall, zu dem Stand der Diskussion, wie sie halt zu Konversion oder dem Umbau der Automobilindustrie, wie die Diskussion geführt wird, beziehungsweise, ja, was ist so deine Haltung, was kommt dir als erstes in den Kopf, wenn du diese Ideen der Linken dazu hörst, wo gibt es da Übereinstimmungen und ja, wo siehst du vielleicht auch Schwierigkeiten und Knackpunkte? Ich stelle dich mal. Ja, also erstmal, ich will mal mit dem anfangen, was uns verbindet. Der Gewerkschaftstag, ich war Delegierter zum Gewerkschaftstag, hat im letzten Jahr ganz bewusst auch das Thema regionale Wirtschaftsräte aufgegriffen. Also das wäre ein Anknüpfungspunkt zwischen Linkspartei und IG Metall, auch zu solchen gemeinsamen Initiativen zu kommen. Das Zweite, was, glaube ich, unstrittig ist, Lia, ist ein umfassendes Verkehrskonzept, weil wir unterschiedliche Rahmenbedingungen haben. Also Niedersachsen ist ein Flächenland und trotzdem haben wir so ein Ballungsgebiet wie Wolfsburg, Salzgitter und Braunschweig. Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite das Thema für Flächenmobilität, also Menschen, die aus der Fläche kommen und gleichzeitig in Ballungsgebieten. Das sind sehr unterschiedliche Anforderungen. Zwei Beispiele. Also wir haben 1.200, 1.300 Kolleginnen und Kollegen, die fahren jeden Tag mit dem Zug von Berlin nach Wolfsburg. Die arbeiten in Wolfsburg, wohnen in Berlin. Das heißt, die brauchen in Berlin kein Auto, die werden sie auch kaum ein Auto kaufen, weil sie länger unterwegs sind, einen Parkplatz zu suchen, als dass sie überhaupt fahren zum Bahnhof. Das heißt, hier gibt es andere Konzepte, die wollen aber in Berlin wohnen und haben ihre Arbeit in Wolfsburg und nutzen also Elektromobilität, kollektive Elektromobilität. Wir müssen auch gucken, dass wir Elektromobilität nicht immer so bezeichnen als individuelle Elektromobilität. Es gibt auch die kollektive, die Straßenbahn in Braunschweig, den ICE und so weiter. Also das heißt, was ich damit sagen will, wir brauchen umfassende Verkehrskonzepte und ich glaube, dass wir dadurch auch die Möglichkeit hätten, Beschäftigung zu schaffen, neu zu schaffen und zu sichern. Wenn wir zum Beispiel die Schiene nicht einfach wegreißen, wie es in den 80er und 90er Jahren war, sondern weiterentwickeln. Ich bin mir mit Winfried Wolf, der da ja auch Bücher drüber geschrieben hat, zu dem Thema Mobilitätswende und so weiter sehr einig, dass wir alle Möglichkeiten von Verkehrskonzepten nutzen müssen. Trotzdem fehlt mir ein bisschen, dass wir nachvollziehbare Schritte gemeinsam diskutieren, Schritte, die durchsetzbar für viele Menschen im Land durchsetzbar erscheinen und die dann auch dazu führen, dass sie diesen Weg mitgehen. Weil meine Erfahrung ist, wenn Menschen Angst um ihren Arbeitsplatz haben, dann halten sie daran krampfhaft fest. Ich habe das in Braunschweig erlebt. Wir waren mal Stand der Fotoindustrie mit Rollei und Vogtländer. Die Plätze gibt es nicht mehr, weil die Fotoindustrie die Elektronik verschlafen hat. Hier Schmalbach-Lubeka, der Erfinder der Getränkedose. Das sind hier mal 5.000 Arbeitsplätze gewesen, sind jetzt noch 50. Warum? Weil Schmalbach-Lubeka das Thema des Umweltschutzes im Prinzip verpennt hat und da nichts gemacht hat zum Thema Recycling. Am Ende waren die Arbeitsplätze weg. So, und das sind Erfahrungen, die mich sehr vorsichtig machen bei dem Thema der Konversion des Umbaus der Autoindustrie. Wenn wir die Kolleginnen und Kollegen nicht mit nachvollziehbaren Schritten mitnehmen, dann wird das sehr schwer. Wir versuchen das, indem wir hier in Braunschweig ja uns der E-Mobilität stellen. Das heißt, wir sind der Standort, der die Batteriesysteme zusammenbaut für den ID.3 in Zwickau, für den ID.Bus in
in Hannover oder für die Plug-in-Hybride, die von Volkswagen produziert werden, die kommen aus Braunschweig. Wir haben dabei drei Dinge festgestellt. Das erste ist, Konversion wird neue Berufe bringen. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, gerade in der Fertigung, müssen sich qualifizieren. Und das darf nicht zu Lasten und das darf schon gar nicht zu Kosten der Belegschaften gehen. Hier mussten wir das Unternehmen zwingen, im Rahmen sozusagen der Verantwortung auch Kolleginnen und Kollegen zu qualifizieren. Und dazu müssen die wieder lernen. Wer 10, 15 Jahre, 20 Jahre raus ist aus diesem Lernprozess, der macht eine tolle Arbeit. Der ist ein ganz toller Facharbeiter, aber der hat verlernt, sich etwas beizubringen. Kolleginnen und Kollegen scheitern mit einfachen Ankreuztesten bei Arbeitssicherheitsthemen, wenn wir sie nicht mitnehmen. Das heißt, Konversion, so wie Lia, du auch diskutierst, bedeutet ja auch persönliche Veränderung. Das müssen wir unterstützen. Und im Vorfeld sind die Menschen ja nicht immer bereit, aus Sicherheitsaspekten sich in sowas Neues zu stürzen. Sozusagen. Deswegen brauchen sie den Hosenträger zum Gürtel, damit sie auch wirklich die Sicherheit haben, nicht durchgereicht zu werden. Das Zweite ist, die gesellschaftliche Auseinandersetzung darf bei Ihnen nicht hervorrufen, Angstgefühle, jetzt wollen die Umweltschützer uns die Arbeitsplätze wegnehmen. Das ist eine ganz gefährliche Situation, weil wir treiben dann die Menschen auf die andere Seite. Und wenn sie erstmal dort sind, sie dort wegzukriegen, ist gefährlich. Dann setzen wir gesellschaftliche Mehrheiten für Veränderung aufs Spiel. Das ist zumindest das, wo wir auch gegenhalten müssen als Gewerkschafter, wo wir diesen langfristigen Umbau der Autoindustrie immer wieder befördern müssen. Und dazu ist notwendig, eine Industrie- und Standort- und Strukturpolitik zu machen, die das alles beinhaltet. Dazu gehört für mich zum Beispiel der große Vorteil, den wir bei Volkswagen haben, ein Landesanteil von 20% und einer Sperrminorität. Wir müssen auch über gesellschaftliches Eigentum reden, wenn wir über Veränderungen reden. Für mich gehört das dazu. Wir würden bei Volkswagen nie so weit sein, auch mit der Veränderung in der Struktur, wenn wir nicht den Landesanteil und eine aktive Industriepolitik hätten. Überlegt, was möglich wäre. Die Bundesrepublik hat 25% an der Commerzbank. Ändert sich was? Dadurch in der Fiskalpolitik, dadurch, dass die Bundesregierung nutzt es überhaupt nicht. Wenn ich die Diskussion jetzt sehe mit der Lufthansa, wo ist dort eine Industriepolitik der Bundesregierung, die Arbeitsplätze sichert und gleichzeitig zulässt, dass sie gar keine Verfügungsgewalt über das hat, was sie gerade finanziert und zulässt, dass der erste Schritt, nachdem sie da Milliarden reingepumpt haben, die Reduzierung der Arbeitsplätze um 15.000 oder 20.000. Das heißt, wir brauchen eine insgesamte Struktur- und Industriepolitik und das gilt für die Elektromobilität noch mehr. Wenn die Menschen auf E-Fahrzeuge umsteigen sollen, unabhängig mal von den ökologischen Aspekten, ob das wirklich so viel weniger CO2 ist bei der Erstellung von Batterien, unabhängig von den Arbeitsbedingungen dort in den Minen für Lithium oder andere Sachen, seltene Erden, das grenzen wir jetzt mal aus, das wäre ein Thema für ein weiteres Seminar. Aber wenn die umsteigen wollen, warum sollen sie es tun? Laden wie? Also solange die Ladeinfrastruktur so schlecht ist, wie sie zurzeit ist, wird das nicht gelingen. Und solange die Möglichkeit ist, wenn ich mit dem Verbrenner unterwegs bin und die Uhr zeigt, ich habe noch 50 Kilometer, dann finde ich im Umkreis von 10 Kilometern immer eine Tankstelle. Das heißt, meine Mobilität ist nicht gefährdet. Ich habe ja selber Testfahrten gemacht mit E-Fahrzeugen. Wenn dann die Uhr zeigt 30 Kilometer, dann überlege ich, wo ist die nächste Steckdose und dann finde ich das nicht. Das heißt, Elektromobilität, der Umstieg, braucht veränderte Rahmenbedingungen. Die sind gesellschaftlich zu schaffen und ich finde, das sind dann auch gesetzliche Initiativen, die auch große Konzerne dazu zwingt, eben auf E-Mobilität zu setzen. Guckt euch das an den Autobahnraststätten. Warum sind die großen Mineralölkonzerne nicht jetzt dabei, die Infrastruktur zu schaffen? Das eine ist, weil sie keine Profite daraus generieren oder noch nicht generieren können. Aber das zweite ist, haben sie wirklich ein Vertrauen darin, dass sich das durchsetzt, dann würden sie jetzt ja schon ihre Ladeinfrastruktur aufbauen. Das macht mich etwas nervös, weil es zeigt doch, dass große Teile der Industrie, auch der Monopole in unserem Land, gar nicht auf Elektromobilität setzen, sondern darauf, das wird schon irgendwann an uns vorübergehen und wir werden sicherlich so einen Mix kriegen zwischen Elektromobilität und Verbrennern. Aber eigentlich brauchen wir uns um das Thema E-Mobilität nicht zu kümmern.
Und nochmal, wir reden immer sehr stark von E-Mobilität im individuellen Bereich. Wir sollten stärker auch noch das Thema der öffentlichen Nahverkehrsnetze bringen. Erweiterung zum Beispiel von Elektrobussen, von Hybridbussen oder auch das Thema Straßenbahn, schienengebundenen öffentlichen Nahverkehr. Ich glaube, beides hat eine Perspektive und beides würde dann Beschäftigung sichern, weil, und das ist der letzte Aspekt, und dann kommen wir auch intensiver in die Diskussion, bei allem, was wir über Konversion reden, bei allem, was wir an neuen Produkten diskutieren, müssen wir als Linke, als Gewerkschafter immer sehen, dass wir weiter uns im kapitalistischen Markt bewegen. Und neben der Beschäftigungssicherung, neben Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden bei vollem Lohn- und Personalausgleich, alle diese Forderungen sind ja in Richtung Gewerkschaftstag auch schon andiskutiert worden. Es gibt erste Ansätze wieder zur Arbeitszeitpolitik der IG Metall, auch zur Arbeitszeitverkürzung etwas zu machen. Müssen wir den Kolleginnen und Kollegen die Sicherheit geben, dass wenn sie sich einlassen auf eine Veränderung, dass dann die neuen Produkte auch im kapitalistischen Markt bestehen. Ansonsten werden sie es nicht mitmachen. Und da kommt die Industriepolitik rein. Und da muss die Industriepolitik, da muss eine Bundesregierung auch Garantien geben für Beschäftigung. Und das heißt nicht 60% Kurzarbeitergeld, sondern das heißt schon soziale Sicherung. Das heißt auch nicht in Hartz IV zu fallen. Das sind alles Dinge, die wir beschreiben mit jede Form des Umbaus, des Wandels. Muss mit Initiativen für gute Arbeit und soziale Sicherheit einhergehen. Es darf keine Verlierer des Umbruchs geben. Und jede Mobilitätswende, und bin ich bei dir, muss sozial gerecht und damit politisch flankiert werden. Sie muss gerecht sein, ansonsten wird sie nichts. Da sind wir uns sehr einig. Sind uns sicherlich über die Schritte unterschiedlicher Auffassung, wie wir da hinkommen können. Wir sind uns vielleicht nicht einig, wie das Kräfteverhältnis einzuschätzen. Aber ich bin mir sicher, dass große Teile des Betriebsrates, der Belegschaft in Braunschweig natürlich auch wissen, dass auf absehbare Zeit der Wandel auch in der Automobilindustrie vor der Tür steht und dass sie davon betroffen sein werden. Und insofern lasst uns diese Diskussion führen, vor allen Dingen über die Schritte, über kleine, vorsichtige Schritte, aber auch über die große Vision, die wir ausrollen wollen und dafür Verbündete suchen. Ich glaube, das hätte eine gute Perspektive. Alternativen jenseits von Billigjobs, jenseits von Lohnverzicht müssen denkbar sein. Und die sehr viel Wertschätzung für die Beschäftigten erfahren. Das wären so ein paar Aspekte, sicherlich nicht umfassend. Danke dir, Uwe. Das war doch ein recht tiefer Einblick. Lia, sowohl du hattest es schon angesprochen und Uwe hat es eben nochmal ganz stark gemacht. Also die Frage danach, dass die Schritte durchsetzbar erscheinen müssen. Und ich muss mal kurz wieder Uwe stumm schalten. So. Also dass die Schritte durchsetzbar sein müssen, wie man das Kräfteverhältnis zwischen den, sagen wir mal, verschiedenen Interessengruppen beziehungsweise Kapitalfraktionen oder Arbeiter- und Arbeiterinnenklassenfraktionen einschätzt. Also die Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, welche gesellschaftlichen Bündnisse und Koalitionen müssen wir denn mitgestalten als Die Linke, groß und klein geschrieben, damit die Vorschläge, die ihr eben beide vorgetragen habt, überhaupt dann Realität werden können? Und ja, und welche Schwierigkeiten können da auch auftreten? Und vielleicht auch, welche Möglichkeiten bestehen jetzt schon, die wir vielleicht auch übersehen? Ja, Lia, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne noch ein bisschen abweichen davon und noch mal auf Uwe eingehen, weil ich finde sozusagen ja der Mehrwert von solchen Diskussionen ist ja auch, es eben zu nutzen für die Verständigung und für die Reibung und für die Suche. Deswegen würde ich gerne darauf noch ein bisschen eingehen und auch im Sinne von Fragen, weil ich sehe selber sozusagen, also was mich sehr überzeugt hat, was Uwe gesagt hat, zu sagen, die Suche nach nachvollziehbaren, also besonders das Wort nachvollziehbar finde ich wichtig, die Suche nach nachvollziehbaren ersten Schritten, weil sozusagen die Frage der Durchsetzbarkeit ist ja immer eine Frage einerseits, was die Menschen für durchsetzbar halten und andererseits sozusagen eine Frage der Macht und der Machtentwicklung und des Machtaufbaus.
Insofern ist es, glaube ich, sozusagen dann die Frage, die uns eher zu den Bündnissen dann führt und zur Frage der Auseinandersetzungen, vielleicht auch der Kämpfe. Aber das Nachvollziehbare, das finde ich halt ganz wichtig. Und ich wollte nochmal versuchen, dieses Konzept nochmal so an einem Punkt ein bisschen darzustellen und das dann auch mit einer Frage verbinden, ob das in so eine Richtung gehen würde oder was dem sozusagen noch an Nachvollziehbarkeit fehlt. Also Uwe, du hattest auch davon gesprochen zu sagen, es braucht dann auch eine Garantie, dass entsprechende Alternativen eben auch Perspektiven bieten für die Beschäftigten und auch mit einem mittelfristigen Horizont. Und dass das natürlich unter kapitalistischen Bedingungen passiert. Das ist völlig richtig. Wir sagen ja als Linke Arbeitsplatz- und Einkommensgarantien, also sozusagen auch bewusst nochmal die Einkommensgarantien, die soziale Garantie, sage ich mal so, dafür stehen wir als Linke ja eh. Also dass sozusagen Menschen nicht in Hartz IV fallen sollen, ist ja sozusagen Kernbestandteil der linken Vorschläge sozusagen für einen anderen Sozialstaat. Aber darum geht es an dem Punkt gar nicht so stark, sondern es geht um die Frage von Arbeitsplatz- und Einkommensgarantien. Was mich allerdings beschäftigt, ist die Frage der Sicherung von Beschäftigung über diese industriepolitische Dimension. Weil ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Vorschläge dazu, wie Arbeitsplatz- und Einkommensgarantien gestaltet werden können, über Arbeitszeitverkürzung, wir greifen auch die Forderung der IG Metall nach Weiterqualifizierungs-, Transformationsgeld, sogar noch ein bisschen ausgestalteter, sozusagen umfassender auf als Linke im Sinne von so einer Einkommensgarantie auch für Zeiten der Weiterqualifizierung. Also ich glaube, bei solchen Schritten, da kommen wir sozusagen einfacher zusammen, aber es braucht ja eben auch diese industriepolitische Dimension. Und da hat unser Konzept, glaube ich, sozusagen Stärke und eine Schwäche. Die Stärke, glaube ich, liegt aus meiner Sicht im Bereich der Zulieferer. Also das, was ich da versucht habe vorzustellen in der ersten Runde mit diesem Transformationsfonds, ist im Prinzip ein Vorschlag, wie eine andere Konjunkturpolitik machen könnte, als das, was die Bundesregierung jetzt gemacht hat mit dem Konjunkturpaket. Es werden ja zig Milliarden in die Hand genommen, auch für die Automobilindustrie. Also auch wenn sich die Abwrackprämie nicht durchgesetzt hat, sind es ja doch einige Milliarden an Subventionen. Aber diese Subventionen sind eben nicht an eine Beschäftigungsgarantie und nicht an eine zukunftsfähige Produktion sozusagen gebunden. Insofern ist unser Konzept des Transformationsfonds eben Unternehmen, und zwar besonders in der Zuliefererindustrie, die absehbar einen ökologischen Modernisierungsweg, sagen wir mal so formuliert, gehen müssen, auch mit staatlichem Geld zu unterstützen, also mit Geld der Steuerzahler und Steuerzahlerinnen, aber das eben an soziale und ökologische Kriterien zu binden. Und dazu gehört auch die Arbeitsplatz- und Einkommensgarantie. Für den Bereich der Zulieferer können somit auf unterschiedlichsten Wegen Konversions- und Transformationspfade gegangen werden. Diese Transformationspfade können im Bereich der Elektromobilität liegen. Also da bin ich übrigens ganz bei dir, Uwe. Ich würde die Elektromobilität nicht über einen Kamm scheren, sondern gerade sozusagen im Bereich der kollektiven Elektromobilität, aber auch im Bereich der Kleinfahrzeuge durchaus sinnvolle Produktion sehen für einen Zeitraum. Gleichzeitig haben wir natürlich mit unserem Vorschlag für so eine Regulierung der Elektromobilität als Linke einen Vorschlag gemacht, der, sage ich mal, doch eher an die Grenzen dieses Exportmodells halt geht oder auch über diese Grenzen des Exportmodells hinaus. Und das wäre vielleicht was, was man diskutieren müsste unter dem Stichwort eben von dieser Nachvollziehbarkeit. Also unser Vorschlag ist ja zu sagen, ja, es sollte einen Bau von E-Fahrzeugen geben, aber diese E-Fahrzeuge sind eben andere Modelle als die Modelle, auf die jetzt gerade das Management sozusagen setzt. Es sind nicht die energieintensiven Fahrzeuge, es sind nicht die PS-starken Fahrzeuge, es sind nicht die Fahrzeuge, die viel Fläche einnehmen. Natürlich brauchst du was wie Autos auch für Familien und auch für besondere Mobilitätsbedürfnisse. Aber in der Regel gibt es auch einen hohen Bedarf sozusagen an kleinen Fahrzeugen, die sozusagen auch für einen Verkehrskonzept, beispielsweise auch auf dem Tempolimit sitzt, durchaus vernünftig sein können und müssen. Mit solchen Fahrzeugen lässt sich aber natürlich nicht unbedingt ein hoher Exportüberschuss und hohe Profite auf anderen Märkten sozusagen erzielen, sondern da handelt es sich um eine Bedarfsproduktion im Inland, die aber natürlich auch Arbeitsplätze sichert, zum Anteil. Das kann aber nicht die einzige Lösung sein. Der zweite
Bereich ist im Prinzip die Produktion für die Mobilitätswende, also Schienen, Fahrzeuge, für die kollektive Elektromobilität, aber auch der ganze Ausbau im Bereich des Güterverkehrs. Also ganz, ganz viele verschiedene Bereiche der Mobilitätswende, die auch Arbeitsplätze in der Metallindustrie sichern und bringen für die Zukunft. Und ich glaube, der dritte Schritt, und das ist der, wo, finde ich, die Linke jetzt ganz offen gesprochen noch am blankesten ist, mal so formuliert, ist im Prinzip, dass es natürlich auch was braucht, eine weltmarktfähige Produktion, die sich in den Bereichen der Automobilindustrie, also die sich sozusagen von den Belegschaften, jetzt mal so rumformuliert, von den Belegschaften, die jetzt in der Automobilindustrie arbeiten, von dem Wissen eher realistisch machen lässt, die aber sich außerhalb des Bereichs der Autoproduktion bewegt. Also da sind wir dann sozusagen bei dieser Konversion im engeren Sinne. Und ich glaube, da brauchen wir eben diese Arbeitskreise sozusagen, die Arbeitskreise, die sich von Beschäftigten, Ingenieurinnen, Leuten aus den Universitäten sozusagen bilden und wirklich an zukunftsfähigen Konzepten arbeiten. Und diese Konzepte müssen sicherlich auch weltmarktfähig sein. Insofern, ich hoffe, ich habe das ein bisschen deutlich gemacht, würden wir da sozusagen auf drei Säulen setzen, von denen zwei Säulen so ein bisschen klarer schon sind und die dritte Säule eben noch nicht so klar. Suchen wir jetzt für Bündnisse. Ich glaube, da hat sich sozusagen einerseits was sehr positiv verändert. Also die ganze Frage der Mobilitätswende, die jetzt, sagen wir mal, vor einigen Jahren noch nicht eher, die jetzt vor einigen Jahren eher ein Randthema war, ist jetzt, glaube ich, hat das Potenzial, wirklich ein gesellschaftliches Kernthema zu werden, wenn es das schon ist. Es gibt auch bei den Beschäftigten, glaube ich, durchaus unterschiedliche Impulse, wie du das ja, Uwe, auch schon gesagt hast, sozusagen. Auf der einen Seite weiß man, kann eigentlich nicht ewig so weitergehen, einerseits wegen der Klimafrage, aber auch, weil man eben dem Management und dem Konzern nicht glauben kann, dass der Weg, der jetzt eingeschlagen wird, eben auch in 10 Jahren oder vielleicht sogar in 5 Jahren noch Arbeitsplätze sichert oder auch Einkommen auf dem jetzigen Niveau sichert. Und insofern gibt es viele Zweifel, an die wir auch positiv formuliert sozusagen anknüpfen können, aber dann nicht mit einem belehrenden Ton und zu sagen, okay, hier kommen die Lösungen, sondern eher, darf keine Politik auf eurem Rücken geben und keine Politik auf eurem Rücken heißt eben auch keine Politik über eure Köpfe hinweg. Das heißt sozusagen, der ökologische Umbau dieser Industrie darf nicht verhandelbar sein aus gesellschaftlichen Gründen, weil das gesellschaftlich vernünftig ist. Das ist das einzig Vernünftige ist angesichts der Klimakrise. Aber die Art und Weise, wie er eigentlich vonstatten geht, muss von den Beschäftigten nicht nur mitbestimmt werden, sondern von den Beschäftigten auch ausentwickelt werden. Und ich glaube, da sind wir sozusagen jetzt an einem Prozess, wo wir als Partei erstmal sagen müssen, okay, in dem ersten Schritt geht es beim Thema Bündnisse überhaupt erstmal darum, Vertrauen zu bilden. Und zwar nicht in so einem taktischen Sinne, sondern Vertrauen in einem ganz konkreten Sinne hinzugehen. Also beispielsweise jetzt Bernd, der ja nicht nur Parteivorsitzender ist, sondern auch Abgeordneter in der Region Stuttgart, die ja ein zentrales Cluster sozusagen der Autoindustrie ist, eben auch hinzugehen und mit den Kolleginnen und Kollegen zu diskutieren über diese Fragen. Das, glaube ich, ist ein erster Schritt. Ein zweiter Schritt ist, dass wir als Linke die Aufgabe haben, in der Klimabewegung eben deutlich zu machen, dass die Frage von sozialer Sicherheit, von Beschäftigungssicherung und von Klimagerechtigkeit immer zusammengehört und dass es nicht gegeneinander ausgespielt werden darf und dass das sozusagen die Basis ist, um gemeinsam was zu verändern, dass aber gleichzeitig es nicht so einfach ist, diese Dinge auch in der Praxis unter den bestehenden Machtverhältnissen zusammenzubringen. Und auch da, glaube ich, eher dialogorientierter vorzugehen, als sozusagen mit großen Forderungskatalogen. Aber natürlich braucht es solche Vorschläge, wie wir sie jetzt auch versucht haben zu machen mit diesen Konzepten für Mobilitätswende und für Konversion, um sozusagen diese Diskussion zu bereichern. Und dritter und letzter Punkt ist, dass ich schon glaube, je nachdem, wie lange sozusagen sich diese Wirtschaftskrise, die ja jetzt nicht durch Corona verursacht wurde, sondern durch Corona quasi verstärkt und ausgelöst wurde, je nachdem, wie lange und tief diese Wirtschaftskrise gehen wird, wird sich auch die Frage von breiten gesellschaftlichen Bündnissen darum, wer eigentlich die Kosten dieser Krise zahlt, wer profitiert in dieser Krise und wie wir aus dieser Krise als Gesellschaft eben sozialer und ökologischer herausgehen können,
Diese Frage wird sich schon in den nächsten Monaten mit einer größeren Dringlichkeit stellen, als sie jetzt vielleicht von manchen gesehen wird. Und da, glaube ich, ist es schon die Aufgabe der Linken, gemeinsam mit der IG Metall, gemeinsam mit Verdi, gemeinsam mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, gemeinsam auch mit dem BUND und mit Fridays for Future sozusagen ein breites gesellschaftliches Bündnis zu bilden, was vielleicht unter dem Stichwort Schutzschirm für die Menschen und fürs Klima stehen könnte und damit eben deutlich macht, es geht darum, diese Interessen zusammenzubinden. Und dann müssen wir mal schauen. Also die Kräfteverhältnisse sind natürlich alles andere als günstig. Aber wenn wir auf die Frage schauen, sind Bündnisse möglich? Glaube ich, haben sich die Bedingungen für Bündnisse deutlich verbessert gegenüber vor 10 Jahren. Vielen Dank, Lia.